Hallo Leute, heute machen wir Folgendes. Hallo Welt, die große Rundtour. Hallo Welt von Lua über C, über Assembler bis in den Linux-Kernel. Ich zeige euch ein bisschen, wie das geht und ich zeige euch noch ein paar Extras, irgendwie wie das abläuft. Extra nur ein ganz anderes Programm, also nur ein Hello World, einfach um zu sehen, wie das läuft. Wir fangen an mit dem, was wir können. Wir machen ein kleines Hallo.lua. Ja. Und wir schreiben einfach mal in Lua Hallo Welt. Hallo Welt. Das ist nichts Besonderes. Können wir ausführen. Also ich mache jetzt mal LL. Hier haben wir unser Lua-Programm. 21 Bytes lang. Lua Just in Time. Hallo Welt. Okay, das wär's. Wir können aber nicht Hallo Lua können wir nicht ausführen, weil das ist irgendwie nicht ausführbar. Warum ist das nicht ausführbar? Weil hier keine Ex dieses X-Flag nicht gesetzt ist. Deswegen, wir können chmod plus x, hallo Welt. So, wenn wir jetzt ls machen, ll stem.lua, dann kriegen wir jetzt das X-Flag wird jetzt angezeigt. Wie ihr gesehen habt, das X-Flag ist hier gesetzt. Das heißt, jetzt kann es ausgeführt werden. Es kann aber immer noch nicht ausgeführt werden. Warum? Er sagt, er kann es nicht interpretieren. Das heißt, er weiß nicht, womit er das ausführen soll. Das ist ja immer noch ein Textfile. Deswegen sage ich ihm, hier oben, führe das aus mit dem Programm Lua Just in Time. Und dieses User binenv heißt, suche, wo in diesem System das Lua Just in Time ist. Und das ist eigentlich alles. Das heißt, wenn ich das jetzt mache und ich sage Hallo, dann würde er tatsächlich ausführen wie ein normales Programm. Das könnte ich jetzt auch irgendwie umbenennen. Zum Beispiel könnte ich das Hallo Welt in Hallo umbenennen. Ja, und dann kann ich das ausführen. Geht genauso. Mache ich jetzt nicht, weil ich das sehen will, was los ist. So, das war Nummer 1. Das heißt, wie mache ich ein Executable mit Lua? Das geht aber auch noch anders. Wir können übrigens dieses Environment Lua Just in Time, wenn man das einfach mal aufruft, dann ruft er den einfach auf. Das heißt, er sucht, wo das Ding ist. Das ist im Prinzip so, wie wenn ich sage which, dann sucht er irgendwie sozusagen, wo mein Lua Just in Time in diesem System ist und ruft das aus. Also es gibt zum Beispiel mehrere Lua Just in Times auf meinem System. Wenn ich jetzt zum Beispiel User bin Lua Just in Time aufrufen würde, dann ist das ein. Nee, das ist dasselbe sogar. Okay. Aber es gibt verschiedene Lua, weil Just in Time, die ich installiert habe. So, aber er irgendwie hat sozusagen ich habe eine Vorauswahl genommen. Und gut. Zurück zum Hello World. Nächster Schritt. Wie machen wir das, wenn wir jetzt Cut Hello World machen? Das ist einfach ein Text. Und wenn wir XXD machen, dann können wir das können wir das anzeigen lassen als XXD. Also Hello World. Nee. So, dann können wir das praktisch anzeigen lassen als Hex. Code. Und da sieht man eben das, was hier oben an Text ist. Das würde dann hier hinten, das ist hier alles an Hexcode, also praktisch irgendwie hexadezimal, aber letztendlich ist das nur, sind das nur Zeichen. Das heißt, ich würde, wenn ich zum Beispiel ein Lua-Programm ausliefern, normalerweise immer meinen Quellcode, also meinen Source-Code ausliefern. Und das können wir verhindern, indem wir sagen, mal hier, Lua Just in Time, B heißt, ich möchte die binäre Version, das heißt, ich möchte das präkompilierte Hallo Lua haben und das möchte ich nach Hallo. Und da nehme ich jetzt tatsächlich so eine Art Binärdatei, die ich erstelle. So, jetzt gucken wir uns das mal kurz an. Wieder ist das ist sogar ein bisschen länger geworden, aber der Code ist XSD, also erstmal machen wir Cut, hallo. Und da seht ihr, das ist nicht mehr Source Code. Das ist bereits vorkompiliert.
Das ist bereits ein, also da ist praktisch, das ist kein Quellcode mehr. Das ist ein precompiled, ein precompiled Code von Lua. So, und das kann ich ebenfalls mit chmod plus. Hallo, natürlich. So, und wenn ich das mache, dann läuft das auch sofort. Das ist eine Sache, die heißt BinFMT. Das habe ich irgendwie in meinem System eingerichtet. Da müsst ihr gucken bei Lua Just in Time, wie man das macht auf eurem System. Das ist wahrscheinlich nicht voreingerichtet, dass diese Sachen auch ausführbar sind. Aber das geführt jetzt zu weit. Jedenfalls, wir können also nicht nur Lua ausführen, sondern wir können Lua präkompilieren. Lua ist aber keine Compilersprache, es ist eine Interpreter, also praktisch eine Hochsprache, die zwar ein Just-in-Time-Compilen macht, was man sehen kann, praktisch so eine Art Präkompilat, und er erzeugt auch tatsächlich Maschinencode. Aber es ist noch was anderes, als wenn wir Hello World auf C machen wollten. Wir machen jetzt mal ein Hello World auf C. Das ist das erste C-Programm, was ihr schreibt. Und wir sind bei Minute 6. So, wie schreiben wir das? Also, letztendlich ist das so, dass irgendwie bei C man immer in eine Funktion einspringt, die heißt Main. Und diese Funktion hat ein Parameter, da komme ich gleich zu. Und dann kommen geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und was hier drin ist, das wird ausgeführt. Dann gibt es einen Befehl, der heißt genauso wie wie print hallo Welt, und hinter jedem Befehl muss man bei bei C ein Semikolon setzen. Das speichere ich jetzt ab, da wird es jetzt irgendwie gleich ein Problem geben, weil es wird irgendwie der Compiler wird Fehler auswerfen, aber das werden wir gleich sehen. So, dieses Ding ist natürlich Quellcode, Source Code, einfach nur Text. Ja? Jetzt sagen wir CC Compile Hallo.c. Und es gibt hier ein paar Warnings aus. Die machen wir gleich weg. Das heißt, ich habe praktisch ein paar. Aber grundsätzlich habe ich jetzt irgendwie ist da etwas hergestellt, das nennt sich jetzt a.out. Das ist natürlich hässlich. Ich will nicht immer nur ein a.out. Ich habe nämlich wohin ich das kompilieren will, habe ich nicht festgelegt. Deswegen mache ich das nochmal weg. a.out kommt weg. Und wenn ich das kompiliere, dann sage ich, ich möchte bitte das zu. Hallo, Main, möchte ich das kompilieren. So, die Fehler kommen weiterhin, aber jetzt habe ich hier ein Hallo Main. Und das kann ich ausrufen. Hallo Main. Hallo Welt. Funktioniert. So, wieso hat er da Fehler drin? Das gucken wir uns gleich mal an, dass wir die Fehler wegkriegen. So, der erste Fehler, der da ist, ist. Ich muss ihm sagen, Standard.io.h, das ist praktisch so ein Require wie bei Lua. Das heißt, er holt sich im Prinzip die Definition von den Befehlen von der Standardeinausgabe-Library rein. Das wäre in diesem Fall puts. Und außerdem will er, dass ein Integer vor main steht, weil main gibt normalerweise immer einen Integerwert zurück. Also einen ganzzahligen Wert zurück. So, aber das muss nicht sein. Das ist alles nur Syntax, Kram. Und jetzt kann ich das nochmal kompilieren und es kompiliert ohne Warnings. Und natürlich funktioniert es auch. Okay. So. Dann wollen wir mal sehen. Jetzt gucken wir uns mal an, was da eigentlich passiert. Wenn wir uns also Hallo Main angucken, dann können wir sagen, wir können Objectdump machen von Hallo Main. Und das ist sozusagen der Assembler-Code, der irgendwie erzeugt wird. Das ist natürlich assig viel Code. Und wir wollen uns da drauf mal nur darauf konzentrieren, was wir, dass wir nur das. Dass wir sozusagen dass wir es nur kompilieren. Wir binden es noch nicht. Es sind zwei Schritte. CC ist sozusagen so ein Programm, das macht zwei Sachen auf einmal. Der kompiliert
Also, er kompiliert sozusagen, und wie wenn ich jetzt sage, kompiliere nach hallo main.o. Und von hallo.c habe ich jetzt geschrieben. Und wenn ich hallo Welt, dann sage ich nur kompilieren, nicht binden, weil er macht eigentlich zwei Sachen. Er kompiliert und dann bindet er. Das heißt, wenn man das macht, bekommt man ein hello main.o. Ja? So, wenn ich hier einen Objektdump mache und sage hallo disassemble hallo main.o, dann sehen wir, dass das eigentliche Programm gar nicht so lang ist. Also das ist sozusagen das nicht gebundene Objekt, die nicht gebundene Objektdatei. Da stehen jetzt Assembler-Befehle drin, also von wegen alle Leute, die sagen, ah, Assembler muss man nicht können und sowas. Wenn man ein Programm debuggen will, das in C geschrieben wurde, dann kommt man über kurz oder lang nicht darum herum, Assembler zu lernen, selbst wenn man Assembler nicht schreibt. Aber Assembler schreiben, wie ihr seht, sieht gar nicht so kompliziert aus und ist es auch nicht. Und wir machen das auch gleich nochmal. Wir machen das von Hand, den Kram hier. So, der hat jetzt sozusagen ein paar Befehle. Das erkläre ich jetzt nicht großartig, aber das sind die eigentlichen Assembler-Befehle. Das heißt, das hier vorne, dieses 55, 68, 89, E5, das ist das, was euer Prozessor, also der x86, 64 ausführt. Und ich hole mir jetzt gerade mal irgendwie den Kram. Das Hallo Welt-Programm haben wir eben gerade gemacht. Das ist so ein typisches Ding der Hallo Welt-Programme. Da gibt es irgendwie auch eine Liste, die könnt ihr euch angucken. Verlinke ich nachher alles unten im Kram. Die C-Programmiersprache ist von 1972 sogar. Also irgendwie ist in den 70er Jahren von Dennis Ritchie und Cunningham gemacht worden. Hier Camp Thompson, Dennis Ritchie. Und Dennis Ritchie ist leider verstorben in derselben Woche, in der auch Steve Jobs verstorben ist. Steve Jobs, da haben alle gejubelt und nicht gejubelt, da haben alle getrauert und ah, Steve Jobs ist weg und oh. Und Dennis Ritchie, also Steve Jobs hat Folgendes gemacht der Welt. Er hat ein paar Smartphones verkauft. Dennis Ritchie hat letztendlich den Stein gelegt für die moderne Informatik. Der hat C entwickelt, damit alle Sprachen, die auf C aufbauen. Er hat Unix mitgemacht, er hat damit auch Linux irgendwie, praktisch die Grundidee für Linux gesetzt. Er ist ein Pionier sondergleichen, der hat die Welt verändert. Der hat die Welt verändert. Also die Welt, in der wir jetzt leben, ist geprägt worden von Dennis Ritchie. Das kann man einfach mal so sagen. Und es gibt da irgendwie ein Buch über C, das nennt sich das ist das C-Programming von Brian V. Cunningham und Dennis M. Ritchie. Und das ist der sogenannte Cunningham Ritchie. Und das ist ein Buch, das man eigentlich sich mal anschaffen sollte und unbedingt lesen. Also ich habe danach gelernt. Es gibt heute noch ein paar andere Bücher und es gibt irgendwie bei Galileo gibt es irgendwie so C für Anfänger und so weiter und so fort. Kann man sich durchaus mal gern angucken. Das ist nicht so schwer. Das ist auch genauso wie Lua eine sehr einfache Sprache. Lua zum Beispiel ist in C geschrieben. Und wie ihr seht, hat es kaum mehr Worte als Lua und die meisten davon kennt ihr sogar schon. Hier wird irgendwie einmal kurz erklärt, wie das eigentlich läuft. Der große Unterschied ist eben, dass das nicht einfach läuft, sondern man muss es vorher kompilieren. Und das, was kompiliert wurde, wird in diese Maschinensprache, also in diesen 8086 oder wenn ihr auf dem ARM seid, auf den entsprechenden ARM-Assembler übersetzt. Und der Assembler, der wird direkt auf dem Prozessor ausgeführt. Das heißt, das ist dann nochmal deutlich schneller als eine Hochsprache sein kann, also Lua oder Haskell oder gar Java. Java läuft sozusagen, ist eine Hochsprache, die auf einer virtuellen Maschine läuft. Das heißt, das wird erst kompiliert auf einen Bytecode, dann interpretiert auf einer virtuellen Sprache. Die virtuelle Sprache wird eventuell just in time kompiliert. Und dann irgendwie am Ende wird das ausgeführt. Im Prinzip ist eine Interpretersprache so, dass es irgendwie ein Programm ist, das guckt nach, was soll ich machen? Aha, ich soll einen Print machen. Dann ruft er irgendwo seine Routine auf, sagt Print. Und dann fragt er, was ist denn das nächste, was ich machen soll? Ah ja, ich soll eine Schleife machen. Dann rufe ich mal meine Schleifenroutine an. Wie läuft die Schleife denn weiter? Und dann geht das hin und her.
Und das sozusagen ein interpretierender Teil, der dazwischen liegt. Lua Just in Time. Just in Time bedeutet, dass dieser Interpreter sozusagen versucht, diesen Source Code vorzukompilieren, so dass er sagt, ich nehme jetzt eine ganze Routine, ich übersetze sie sozusagen in Assembler und lasse das während der Laufzeit als Assembler laufen. Das geht nicht immer. Es geht aber ziemlich gut und man kann ziemlich gute Sachen machen. Lua macht das hervorragend. Es gibt einige andere Sprachen, die es ganz gut machen. Lua ist somit die beste, was Just-in-Time angeht. Alle Sprachen haben ihren Vor- und Nachteil. Java verbindet irgendwie alle Nachteile, ohne die richtigen Vorteile zu kriegen, bin ich der Meinung, weil man hat den Nachteil einer Compilersprache und die mangelnde Geschwindigkeit einer Hochsprache und vor allen Dingen der Speicherverbrauch bei, die Geschwindigkeit bei Java geht eigentlich, aber bei modernen Java zumindest. Aber der Speicherverbrauch geht gar nicht. So, der Speicherverbrauch bei Lua ist auch eine andere Sache, da kommen wir noch zu. So, wir wollen erstmal dabei bleiben, dass wir uns hier diesen Code angucken. So, dann fragt man sich natürlich, okay, jetzt habe ich diesen Objektcode und ich kann diesen Objektcode, den kann ich jetzt ebenfalls binden. Also da mache ich jetzt mal ein Hallo Main draus. Und da sage ich einfach mal, ich nehme was Hallo Main.o. Das heißt, das kann ich irgendwie durchaus machen. Und er würde dann das einfach linken. Und dann geht das wieder. Das ist sozusagen einfach nur ein Zwischenschritt. Ja? Das kann man auch direkt machen, statt mit CC kann man das mit LD machen. Mit LD wird das irgendwie aufwendig. Weiß nicht, ob das geht. Nein, das geht nicht. Da muss man nämlich dann irgendwie alle möglichen Sachen noch mit angeben. Klar, Moment mal kurz. Gucken wir mal. Hello C. Punkt Assem. So. Das geht also mit hiermit nicht. Hello. Essen. Nee. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. LD, das könnte sein, dass das funktioniert. M11x86 64, geht das vielleicht? Nö. Nein, das ist ein bisschen komplizierter. Also das lassen wir sein. Irgendwie der linke Aufruf für C ist ein bisschen komplizierter. Ich habe ihn mir irgendwo aufgeschrieben. Das habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Und das macht man dann einfach so. Und dann werden die, da das so eine Art Frontend ist, CC, also CC ist im Prinzip eine Kurzform für GCC in diesem Fall, kann aber auch, also GCC ist der GNU C-Compiler, den man. Version. Okay, der GNU C-Compiler oder man kann hier auch den CC sagen, das ist dasselbe, aber wenn es gibt auch zum Beispiel einen anderen Compiler, der heißt C-Lang. Und mit dem geht das im Prinzip auch. Also man kann auch diesen anderen Compiler nehmen und sagen, ich nehme Hallo Main will ich ausgeben. Hallo Main will ich kompilieren. Nein, Hallo. So, das würde auch gehen. Und das ist ein anderer Compiler. Ich schreibe mal meinen Namen. So, das sagt man, okay. Wollen wir mal gucken, ob das ein Unterschied ist. Also, ich habe den so kompiliert und wenn ich den hier kompiliere, also mit dem GCC, wie lang wird es dann? Auch 17K. Okay, also da ist kein großer Unterschied. Aber es gibt einen Unterschied in dem Code, der hergestellt wird. Der C-Lang-Code sieht doch ein bisschen anders aus. Bei solchen einfachen Sachen ist das meistens nicht so ein Unterschied. Können wir sowas selbst schreiben? Ja. Jetzt gehen wir weiter zu Assembler. Das heißt, das direkt in Assembler zu schreiben. Ich habe das hier mal vorgemacht. Ich habe hier irgendwie schon mal Hello C in Assembler geschrieben. Dafür nehme ich den NASM und ich hole mir irgendwie hier oben einfach mal den Kram hier raus, der irgendwie wie das kompiliert wird nachher. Das läuft eigentlich ganz einfach. Ich sage, ich habe eine externe Funktion putS, also mein printf sozusagen von C. Ich mache das praktisch genauso über die Bibliotheken von C wie vorher. Ich exportiere mein Main,
Ne? Main ist der Einsprungpunkt, wo man irgendwie immer anfängt. Section Text heißt, hier kommt jetzt der Code. Sag, hier ist mein Main. Und hier sage ich jetzt, das erste Argument von einer Funktion ist bei C in einem Register RDI. Register, das ist irgendwie eine Sache, die müsst ihr euch dann nachgucken. Der x86 ist der Prozessor, den wir benutzen. Und der hat irgendwie etliche Register. Wie diese Register funktionieren, was damit los ist, das kann man sich dann irgendwie reinziehen. Das kratze ich jetzt hier nur ganz oberflächlich an. Ich habe jetzt hier den AMD Bulldozer, also ich habe den Piledriver genau genommen. Das ist also praktisch die AMD FX-Serie. Das ist mein Prozessor. Das kann man hier auch noch mal gucken. LSCPU. Und dann kann man sehen, aha, was für einer ist das? Das ist ein x86-64 und das ist ein Authentic AMD und das ist ein AMD FX 8350 8-Core-Prozessor. Das ist das, was ich hier drin habe. Okay, so. Und deswegen habe ich den hier aufgerufen. Der hat so ein paar Features, wie dieser Prozessor genau funktioniert, wie das aufgebaut ist. Das geht dann ziemlich weit. Das sind immer die vier Cores, die jeweils zwei Threads laufen lassen können. Deswegen wird er als 8-Core-Prozessor benutzt, gezählt. Und das ist ungefähr das, was irgendwie stattfindet. Das heißt, wenn ihr irgendwo ein Quad-Core habt oder sowas, dann ist das mit Sicherheit nur zwei Cores, die aber multithreaden. Also das sind meistens nur zwei Cores, die irgendwie jeweils vier, also die jeweils zwei Threads, also insgesamt vier Threads dann verarbeiten. Das ist bei diesem Prozessor nicht anders. Und das ist gerade mal die neuen Prozessoren, die ganz, ganz neuen, die es jetzt gibt, die sind gerade mal doppelt so groß. Es gibt einige, die noch größer sind, aber die sind dann in einer anderen Preislage und deswegen ist das nicht vergleichbar. So, und hier sieht man dann irgendwie halt, dass die Quad-Channel gehen dann irgendwie bis zu 1600 Megahertz, also 1,6 Gigahertz. Und hier sieht man irgendwie, wie viel Durchsatz der hat, wie viel Giga. Bit-Transport der Gigabyte-Transport pro Sekunde dieser Prozessor hat. Die Bandbreite des RAMs ist eigentlich immer, je mehr Prozessoren da sind, desto enger wird sozusagen dieser, das nennt sich das Bottleneck oder das von Neumann Bottleneck, der Flaschenhals der Prozessoren ist der Zugriff zum RAM, das ist immer zu langsam. Deswegen gibt es hier Caches auf verschiedenen Leveln, also Level 1 Cache ist ganz dicht dran. Der ist sehr klein, das sind nur 64K oder so. 64 Kilobyte steht hier auch. Und dann geht es praktisch zum Level 2 Cache. Das hat jeder einzelne Core. Das ist sozusagen, dass man das verstehen kann, wie diese Prozessoren funktionieren. Das sind jetzt schon 2 Megabyte pro Core. Und dann haben wir Level 3 Cache. Das sind dann insgesamt 8 Megabyte, die dann gemeinsam von diesen Prozessoren benutzt wird. Und da holen sie sich dann entsprechend den Kram. Dieser Cache ist schneller angebunden und wird sozusagen vermultipliziert sozusagen den Speicher hier. Das heißt, das, was man von hier her holt, das kommt hier hin. Und deswegen nennt sich das auch Quad-Channel RAM. Also diese DDR3, weil eben vier Prozessoren gleichzeitig darauf zugreifen können. Das ist irgendwie dann auch der entsprechend praktische Effekt. Das ist sehr, sehr breitbandig, wenn man so will. Ja, das ist so ganz kurz, sehr, sehr kurz gefasst. Dafür bräuchte ich es länger, das alles zu erklären, wie so ein Prozessor funktioniert. Jedenfalls, der hat den FMA3, FMA4 sogar und ja, das ist der Prozessor, den wir hier haben. Das gibt andere Prozessoren als den. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir dass wir weitermachen, wo wir sind. Nämlich, dass wir diesen Hello C.asm uns nochmal angucken. So, also das erste Argument kommt in das Register D. D, ne? Also DI, das Register DI ist das. Also R, Register DI, DI ist der Name davon und R steht für, wie groß ist das? Das ist dann irgendwie das 64-Bit davon. Und da kommt die Message hin. Die Message steht hier unten, da habe ich ein Label gesetzt. DB heißt Databytes und da habe ich einfach nur Hallo Welt mit einer 0 hinten dran gesetzt. Alle C-Strings enden mit einem 0-Byte, deswegen hängt da eine 0 hinten dran.
Und das wird irgendwie diese Adresse, packen wir bei RDI rein. Dann rufen wir die Funktion putS auf. Die holen wir uns dieses WRT PLT, das interessiert jetzt hier nicht. Das ist praktisch dadurch, dass wir über eine Systemtabelle springen, müssen wir das so eintragen. Dann sagen wir hier, naja, das habe ich jetzt ausgeklammert, aber theoretisch kann man das einklammern. Sagen wir, das müsste eigentlich, wenn man es ganz recht macht, müsste das müsste hier XOR EAX EAX, das ist nichts weiter als ein dass das Register EAX als 0 auf 0 gesetzt wird, damit der Rückgabewert 0 ist. Brauchen wir aber nicht, Return brauchen wir nicht, weil ich hier statt ein Call mache ich gleich einen Jump, und ein Call ist sozusagen ein Subroutine, ein Funktionsaufruf. Aber dadurch, dass ich einen Jump benutze, brauche ich praktisch, kommt der gar nicht zurück, sondern der geht direkt rein und beendet dann. Normalerweise müsste man, wenn man es ganz, wenn man's ein bisschen länger schreiben würde, dann würde man schreiben das hier. Also, das wäre sozusagen der längere Weg. Ich kann es ja mal machen, dass wir das mal kompilieren. So. Und ich habe mir das schon runterkopieren. Ups, das ist nicht das, was ich haben wollte. Ich wollte haben den hier. So. Das wird kompiliert. NASM ist der Assembler, den wir benutzen. Normalerweise benutzt man ein Assembler S, aber das ist der beim GCC dabei ist. Der ist aber nicht so schön. Der hat einige Nachteile, deswegen benutze ich nicht. Benutze den NASM. Sagt, dass ich einen L64 herstellen will, also einen 64-Bit-Code. Der Ausgang, mein Objektfiles haben wir ja schon gehabt, wie das aussieht. Die werden später gelinkt. Soll helloc.o heißen. Dann irgendwie nehme ich mir das helloc.asm, das wir eben gesehen haben. Und danach binde ich das Objektfile zu Hello C, wie wir das auch schon vorher gemacht haben mit C. Okay, hat er gesagt, hat funktioniert. Und ich gucke nochmal hier hin. Und da ist das Hello C. Und es funktioniert. So, und ich hatte gesagt, das kann man auch kürzen. Das heißt, wir können irgendwie hier stattdessen den Kram können wir rausmachen, den können wir rausmachen. Und aus dem Call können wir. Was stand da vorher drin? Call? Jump. Genau. Ein Jump kann man da reinpacken und dann wird einfach hingesprungen. Und dann können wir nochmal kompilieren. Funktioniert genauso. Das Programm ist jetzt etwas kürzer, aber also hier ist das Hello C, aber nicht so viel kürzer. Also das Hello C ist auch 17 Kilobyte. Das Hello, was die C-Version war auch so lang. Das Objektfile ist ein bisschen kürzer. Klar, wenn wir jetzt ein Objektdump machen, disassemblieren, hello c.o, das ist praktisch unsere Assembler-Version, dann sieht man, sie ist etwas kürzer. Und hier sieht man nämlich RDI und Jump und das war's. Und die Message ist natürlich jetzt in diesem Fall falsch, weil das ist ja nur, das ist hier genau genommen Text. Das wird hier aber da das Code sozusagen als im Code mit drin ist, wird das sozusagen als Code interpretiert. Aber wenn man es ganz sauber machen wollte, dann würde man bei Hello, dann würde man hier schreiben Section.data. So, kann man machen. Und wenn man das jetzt kompiliert, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Nee, funktioniert nicht, weil Instruction expected. Habe ich irgendwie einen Mist gemacht? Section. Ah. Okay, nochmal. Okay. Hello C. Funktioniert genauso. Aber wenn wir jetzt ein Objektdump machen, dann würden wir sagen, aha, da wird jetzt praktisch nur noch der Text, das Section Text wird nur noch geholt, und unseren eigentlichen Text, den wir haben, der wird jetzt nicht mehr dargestellt. Dafür ist unser Programm geringfügig länger geworden, weil jetzt zusätzlich eine Tabelle drin ist, die diese Section Data macht. So, wir gucken uns mal kurz an. LL Hello C. Das sind momentan 17K. Kann ich das irgendwie auch in Bytes haben oder so?
wie das genau ist. Word count size. Ja, 16.528. Und jetzt sage ich irgendwie, ich kompiliere es nochmal. Jetzt habe ich ja diesen Link da rausgenommen. Das müsste jetzt etwas kürzer werden. Ja, 8 Bytes. Nicht mehr. Doch, genau, 8 Bytes kürzer. Also, man kann ein bisschen was rauskürzen, dadurch, dass man das irgendwie alles in Textkram packt. Aber dann wird das irgendwie, das sind so diese Sachen, wo man ich zeige das einfach mal, weil man eben in Assembler noch ein paar Möglichkeiten hat, die man in C oder in Hochsprachen nicht hat. Und wie man sieht, das Programm selbst ist deutlich kleiner als die Hello World. Also wenn ich jetzt nochmal das Hello C mache und statt das Hello Main, das sie vorhin hatten von Hallo. So, und das Hello, da sieht man schon, irgendwie, also von wegen, wer sagt, also das sind jetzt zwei Befehle, die wir hier haben. Zwei Assembler-Befehle. Move-Ups, RDI und 00. Und das zweite ist das Jump. Ja, das ist nicht so. Das ist sehr, sehr wenig. Zwei Befehle. Und C hat für dasselbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Befehle gebraucht. Das heißt, wenn wir in Assembler schreiben, können wir immer schneller werden. Immer. Wir können immer immer die Abkürzung nehmen. Das heißt, in diesem Fall, wenn wir sagen, dass ein Befehl, der aufgerufen wird, einen Taktzyklus braucht, dann ist dieses Programm in Assembler jetzt mal ganz locker mehr als dreimal so schnell. Ist so. Aber Tatsache ist natürlich, dass das Write, also praktisch das Ausgeben, das ist in diesem Fall aufwendiger und deswegen macht das nicht so viel Unterschied. Das macht hier nicht so viel aus. Aber wenn das jetzt ein Algorithmus ist, wo wirklich gearbeitet wird, dann kann man mit Assembler normalerweise nochmal irgendwie gegenüber C oder anderen Sachen in häufigen Fällen Faktor 3 bis, also ich habe mal gehabt, im schlimmsten Fall war es Faktor 300. Weil irgendwie C einige Sachen nicht machen kann, wie zum Beispiel zu sehen, wie groß sind diese Caches. Wenn man innerhalb, wenn man das Programm ganz kurz hält und das innerhalb eines Caches in diesen Cache laufen lässt, dann wird es teilweise Faktor 200 schneller. Und wenn man dann noch ein paar von diesen Abkürzungen genommen hat, dann wird aus den 200 schnell 300. Also die Faktor 300 sind machbar. In diesem Fall, weil C eben deutlich mehr Raum einnimmt und Assembler, man kann es wirklich genau auf die Maschine zuschreiben. Es gibt aber auch Sachen, die in Assembler besser zu programmieren sind als in C, zum Beispiel wenn man überlange Zahlen bearbeitet oder sowas, wenn man direkt mit Bits rummacht oder sowas, das ist alles sehr, sehr ärgerlich in C. Und in anderen Sprachen ist es noch furchtbarer. In Assembler ist das ziemlich leicht. Und ist ein Selbstgänger. Insofern, Assembler ist nicht veraltet oder so, es ist eine Sprache für bestimmte Arten von Problemen. Und diese Probleme, die lassen sich einfach in Assembler besser lösen. Und das muss man ein bisschen, wenn man das kann, man muss es sowieso lernen. Wenn man C debuggen will, dann muss man lernen, irgendwie praktisch diesen, also praktisch, man kann sich das angucken, was man geschrieben hat, und man kann praktisch da untersehen, was hat jeder C-Befehl, was für Assembler-Befehle hat das zur Folge, wo ist hier mein Fehler drin, was ist hier passiert und sowas. Und wenn man das machen will, also wenn man mit dem Debugger arbeiten will und praktisch auf das Assembler-Niveau runter gehen muss, das man irgendwann tun muss in der Entwicklung, dann ist man ohne Assembler aufgeschmissen und kann eigentlich auch kein C schreiben. Das heißt, man kommt an Assembler nicht vorbei. Ich kann es nur sehr empfehlen, sich da mal einzuhacken. Und da lernt man natürlich den Assembler, den man dann benutzt. Da gibt es irgendwie also jetzt den x86-64, das ist unser aktueller für PCs. Da haben wir den ARM-Prozessor, der ist in verschiedenen Versionen. Der ist dann irgendwie für irgendwelche Smartphones oder Tablets oder auf dem Raspberry Pi zum Beispiel. Das ist auch ein ARM-Prozessor. Oder wir nehmen den AVR-Prozessor, das ist dann eben sowas wie
Sowas wie sowas hier, wie an so ein Arduino. Die laufen praktisch als AVR-Prozessor. Also hier haben wir nochmal ein Arduino-Board. Das hier kann man wohl sehen. Ja. So, das sind diese Arduinos, das sind die kleinen, diese Mikrocontroller. Und die kann man auch in Assembler programmieren. Und einige Sachen müssen in Assembler programmiert werden, weil sie, wenn sie bitorientiert sind, bringt das mehr. So, wir haben gesagt, können wir das noch kürzer machen? Jo, geht. Weil wir haben hier noch ein zweites Programm. Und das ist, wir berufen nämlich in diesem Programm, in unserem Hello C-Programm, berufen wir tatsächlich dieselbe C-Library auf, also Put-S. Und damit wird das ganze Ding groß. Also 17 Kilobyte ist natürlich nicht groß wirklich, aber wenn wir das mal vergleichen mit dem ursprünglichen Lua-Programm, das wir hier hatten, das waren 43 Bytes, ne? So, das ist also schon sehr, sehr klein, aber ist deutlich langsamer. Ist deutlich langsamer. Dieses hier ist wirklich schon praktisch auf dem Niveau, das System aufgerufen wird. Jetzt können wir aber das System selbst aufrufen. Das C, diese Library, ruft am Ende das System auf. Das System ist in diesem Fall Linux und dafür nehmen wir uns das Linux hat so eine sogenannte ABI. Das können wir hier sehen. Also die API ist sozusagen der User Space Kram, das ist so das, was man so hat. Die API, das sind diese Put-S, Print-F und all diesen ganzen Kram. Das ist sozusagen die API, die ist denn hier. Das sind alle möglichen Sachen mit drin. Und dann ist die ABI, das ist der unterste Weg, darauf zuzugreifen. Der unterste Weg zuzugreifen, das ist die ABI. Und da können wir direkt in den Kernel springen. Und das zeige ich jetzt auch mal. Und dann wird der Code doch mal deutlich kleiner. So, ich habe gesagt, ein Hello World Volltour. Ich habe nicht gesagt, dass ich euch schonen werde. Und wir gucken uns das mal kurz an, was ich da geschrieben habe. Das ist eigentlich auch nicht so viel. Also hier oben ist der Compile-Vorgang, den wir haben. Das gehen wir gleich mal durch. Ich kopiere mir das schon mal raus. Und ich habe hier, diese Sachen können wir vergessen. Das sind ein paar Sachen, die ich aber trotzdem mit reinpacke, weil irgendwie sozusagen, ich brauche einen Stack. Ich will auf dem Stack nicht assoziieren, nicht ausführen können und nicht schreiben können. Das sind Sicherheitsmaßnahmen, die dafür sorgen, dass man in einem Assembler-Programm, also die im C-Programm normalerweise aktiv sind und die dafür sorgen, dass man da keine Malware reinpacken kann und deswegen schreibe ich die irgendwie als Header immer oben in meine Assembler-Programme rein. So, es gibt zwei Befehle, Exit und Write. Das habe ich hier irgendwie 60 und 1 gesetzt. Das sind die Kernel-Befehle, die ich irgendwie hier ich habe hier praktisch schon einen Block, ich packe das nachher mit unten rein, dann könnt ihr es sehen. Da gibt es irgendwie praktisch ein RAX, das heißt in einem A-Register, in einem AAX-Register, da will ich drin haben einmal den Write, das heißt, um etwas schreiben zu können. Und dann will ich drin haben ein Exit, das war bei 60, hatte ich gesagt. Das habe ich mir rausgesucht, das Exit, um praktisch das System wieder zurück ans System zu springen. Alles klar. Was haben wir hier? Wir haben hier im RDI haben wir einen Ausgabekanal, den wir eingeben. Dann haben wir irgendwie einen Pointer also praktisch einen Zeiger auf den Speicherbereich, wo mein Text steht und die Länge des Textes. Ein RSI und ein RDX. Das ist die ABI, mehr ist da nicht. Das kann man irgendwie gucken. Man braucht nicht mit Zahlen arbeiten, sondern ich habe dann irgendwie gleich mit Magic Numbers hier oben einmal gesetzt. Ab jetzt kann ich SysExit und SysWrite benutzen, einfach so. Ich sage relativen Code, das ist Default, das ist eben nochmal sowieso gesetzt. Ich exportiere, das hatten wir vorhin schon gesagt, diesmal nicht Main, sondern ein Unterstrich Start, weil ich gar kein Main, ich will diesen ganzen C-Kram nicht haben. Section Text kennen wir schon, das heißt, hier fängt der Code an. Ich habe hier unten auch Section Data, das heißt in diesem Fall RO Data, Read Only Data. So, dann gehen wir erstmal zu diesem Section Read Only Data. Da ist unsere Message. Data Byte haben wir schon, Hallo Welt haben wir schon.
Das endet mit einem Linefeed hier. Das heißt, ich mache hier ein Linefeed am Ende, kein 0-Byte, weil hier wird die Länge der Message wird genannt. Das heißt irgendwie aktuelle Länge minus, also aktuelle Position minus Message. Das heißt hier, das heißt diese Position im Speicher minus deren Position, das ist natürlich die Länge von einem String. Okay, also das heißt, die Länge habe ich hier irgendwie auch gesetzt. So, und jetzt rufe ich das auf. Also, RDX. Gehen wir nochmal in den Kram für Write. RDX ist die Länge. RSI ist der Buffer. Gucken wir mal. RSI, also ich nehme ESI hier in dem Fall, ist die Message. Ja. Dann EDI, das ist der Ausgabekanal. 1 ist Standard aus. Und dann ERX. This is right. Das heißt, in ERX wird dann der Befehl gepackt, in RX. Ich benutze hier EAX, weil das ein bisschen kürzer ist, in Assembler das so zu schreiben. Und dann mache ich einen syscall. Das sind alles Assembler-Befehle. Move, 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 move und syscall. So, danach setze ich EDI auf 0. EDI. Warum setze ich EDI auf 0? Bei 60, das ist nämlich jetzt ein Exit, will ich aufrufen. Bop, 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 da ist er. EDI. Das ist der Error-Code. RDI. Okay. Wenn ich den mit sich selbst exklusiv oder, dann wird das natürlich 0, ist klar. Dann sage ich sysExit nach EAX. EAX genauso wie hier. Das heißt der Befehl und syscall. Exit. Das war's. Das war das ganze Assembler-Programm. So, jetzt wollen wir mal gucken, was auch funktioniert. Wo ist er denn gewesen? Irgendwo habe ich meinen. Ja. Bevor ich mir das zusammensuche, machen wir das so. Okay. Wie läuft das? NASM kennen wir schon. Ich will ein L64 herstellen und Hello Car ASM. Das wird dann zu HelloCar.o. Und danach linke ich ein L64 x86-64 Binärfile. Strippe alle unnötigen Sachen. Ausgabe soll Hello Car sein und HelloCar.o, den ich von hier oben natürlich hergestellt habe. Zack, machen wir es einfach mal. Gucken wir irgendwie die untersten Sachen. Hier ist unser Object-File. Das können wir auch mit Object-Dump disassemblieren. Dass wir einfach mal sehen, wie geht das. Okay, da ist unser Programm. Sehen wir im Label Start den Kram, den wir gemacht haben. Zwei Syscalls und das war's. Das heißt, es ist exakt das durchgesetzt. Dateiformat haben wir gesetzt. Beim Kompilieren hier vorne, dass das L64 werden soll. Ne? So, und dann haben wir dieses Hello Car. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das Hello Car funktioniert. Hello Car. Bam. Funktioniert. So, aber jetzt gucken wir noch mal. 8 Kilobytes. Das ist ein bisschen kürzer. Nicht mehr 17, sondern nur noch 8. Das heißt, ich bin irgendwie mit meinem Programm mal eben. Halb so groß mit Assembler. Und das kann man noch kürzer machen. Das geht noch kürzer. Ich habe es jetzt gelinkt hier oben mit LD. Okay. Können wir mal gucken. Kopieren wir uns mal. Kopieren wir uns das mal her. Source C Examples Quora Hello. Ja, da sind meine ganzen Hello-Dinger und hier habe ich irgendwo ein Hello Minimal Hello Nassen.asm. Lass mal gucken. Das ist. Das ist noch nicht klein.
Das ist noch nicht klein. Das kleinste, das wir haben. Oh, wo habe ich einen ganz, ganz kleinen? Da muss man das kurz gucken. Das sind 32. Hello, Min. Hello. Min.assm. Gucken wir den mal. Ne, das ist noch nicht. Hello, Min. Naja, dann machen wir mal. Machen wir uns das mal von hier. Kommt von hier. Das ist der LD. Na, es geht kürzer. Ich weiß, dass es kürzer geht. Mal kurz gucken. So. 300 Bytes, 500 Bytes, Hello 64. Der ist eigentlich, der müsste kürzer sein. Warum ist der noch so groß? Ach so. Ja, das ist richtig. So, da kann man mich noch irgendwie mehr rausholen beim Kompilieren. Wir können sagen, dass, wenn wir es zusammenbinden, da ist es. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Und danach müssen wir den noch machen. Okay. Mal gucken. So. Wo ist unser Nassen? Okay. Wir nehmen den Kram hier. Und statt das hier schreiben wir das ein bisschen anders. Okay. Object ist Hello Car Min. Und wir machen Hello KO. Mal gucken. Jo, das sind nur 512, 500 und 504 Bytes und bam, funktioniert. So, also ich bin runtergegangen von 8 Kilobyte auf 500 Bytes von einem Executable. Und das ist eine Sache, die man dann mit Assembler machen kann. Und das geht in C dann eben halt auch nicht mehr. So, das heißt, ich bin irgendwie mal 10 mal so klein. Also erstens war ich die Hälfte, das heißt, ich bin insgesamt 20 mal so klein im Programm. Und das heißt, man kriegt mehr in den Speicher, man kriegt mehr auf die Festplatte. Wenn das kleine Systeme sind, macht das einen riesen Unterschied. Und ihr habt gesehen, dass die Caches, also praktisch die Prozessor-Caches, teilweise gar nicht so groß sind. Die sind nur 64 Kilobyte groß oder kleiner. Also Daten-Cache ist, glaube ich, sogar nur 32 Kilobyte groß. Und da kommt man schon ziemlich schnell hin. So, und wenn man die entsprechenden Programme klein schafft, kleiner macht, dann sind die deutlich schneller. Und wenn man irgendwie eine Sache auf 504 Bytes zusammen schrinkt, dann ja, könnt ihr hier nochmal sehen, wie das dann, wie ich das gemacht habe. Also das Entscheidende war irgendwie keine Startup-Files, keine Standard-Lib. Der No-Exit-Stack ist im Prinzip das, was ich oben gesetzt habe, von wegen, ich möchte keine Programme auf dem Stack ausführbar haben. Sicherheitsmechanismus, die L64-Library, und das geht sogar noch kleiner, wenn man das als 32-Bit-Library, als 32-Bit-Programm kompiliert. Das ist auch noch möglich. Aber da kann man noch weniger draus machen. Also das kleinste Programm, das kleinste Hello World, wenn man so will, ist, ich glaube, 32 Byte lang oder so. Also kommt unterhalb von einem Lua-Programm aus. Aber da muss man dann auch schon richtig rumfreaken und das zeige ich euch nicht. Ich denke, dass ich damit bei jetzt fast einer Stunde bin. Und das war irgendwie ein kompletter Durchmarsch durch
Lua Just-in-Time kompiliert. C kompiliert. Was ist kompilieren? Dass es in Assembler gemacht wird. Dann, wie wird das in Assembler von Hand gemacht? In Assembler in Hello World gemacht. Assembler gebunden und zum Laufen gebracht. Und dann ohne die Standard-Libraries, also von wegen, ich will diesen ganzen printf, puts und so weiter, den man irgendwie alles in C hat, nicht haben. Ich will direkt ins Betriebssystem einspringen. Ich will direkt den Kernel-Call machen und mit syscall gezeigt, wie das geht und wie man das nicht nur macht, sondern wie man dann irgendwie mit diesen syscalls und ohne diese Standard-Libraries nochmal mehr Speicher wegmachen kann und dann wirklich extrem kleine Programme schreiben. So, das ist unser gesamte Hello World. Unser Hello World Beispiel und ich denke, ihr hattet euren Spaß. Und wir sehen uns das nächste Mal. Das war der große Durchmarsch. Hello. Und ich denke, dass um zu verstehen, was in diesem Computer abgeht, dafür war es ganz gut. Ich zeige euch jetzt nicht, wie man diesen ganzen Kram debuggt und sowas. Das ist ein anderes Kapitel. Das kann ich dann, wie man mit dem Debugger umgeht. Das wird jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich wollte nur zeigen, Hello. Von der Hochsprache über Just-in-Time, also vorkompiliertes Kompilat, C-Source mit Fehlern kompilieren, ohne Fehler kompilieren. Das heißt, wieso haben wir dieses Include Standard.io, warum schreiben wir ein Integer vor Main und so weiter, bis irgendwie händisch in Assembler das herstellen, bis händisch in Assembler das nochmal optimieren. Wie ihr seht, 504, das ist nicht die Untergrenze, es geht noch kleiner, aber das ist eigentlich, glaube ich, schon mal eine Ansage. So, das ist sozusagen, das kann ein Anfänger, das könnt ihr. Ja, Kernel-Aufrufe halb so groß wie Library-Aufrufe, es sind jetzt alles so Hausnummern, gilt nicht immer, ist klar, aber das ist schon mal, dass man weiß, man kann optimieren, man kann immer weiter tiefer absteigen und am Schluss. Ist das Programm, wenn man es nicht nötig hat, dann ist es egal. Also wenn es sowieso nur darum geht, Texte auf dem Bildschirm auszugeben, die können wir gar nicht so schnell lesen, wie sie kommen. Da ist es völlig egal, ob das irgendwie in einer Hochsprache gemacht ist, ob das in C gemacht ist oder da braucht man kein Assembler-Programm für. Wenn wir aber ein richtiges Number Crunching haben, in einer Simulation zum Beispiel oder sowas, und da geht es richtig um die Zyklen. Dann können wir irgendwie halt mit Assembler oder eben, wenn wir dann auf die GPU gehen, richtig viel Leistung rausholen. So eine GPU ist teilweise 60 mal so schnell wie der Prozessor in einigen Befehlen, einigen Problemen. So. Und da seht ihr jetzt irgendwie, wie das irgendwie ungefähr läuft. Wie diese verschiedenen Files sind. Also Object-Files kann man eben nicht. Kann man nicht. Wie heißt das? Kann man nicht ausführen. Das sind irgendwie praktisch. Ich kann ja mal so ein Objektfile irgendwie hello c.o, das kann ich ja mal irgendwie anzeigen lassen. Dann könnt ihr das nochmal sehen. Da sind dann so Symboltabellen drin und das ist eigentlich nicht so wichtig. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht gemacht. Aber wir sind durch. Fast eine Stunde für Hello World. Das machen wir mal einer nach. So, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!